Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Schad, liebe Frau Birtler, lieber Ralf Füchs, lieber Hansa Verlag, liebe Böll Stiftung und Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich befreue mich über die Ehre der Einladung und dieses Buch Ihnen vorstellen zu dürfen, um es vorweg zu sagen und manch einige zu enttäuschen, die schon gespannt wie ein Flitzebogen darauf lauern, was Altmaier sagen wird. Dies ist keine Schulstunde über die Frage von kommenden Koalitionen, ob schwarz-grün oder in welcher Verfassung auch immer. Ich glaube, dass solche Koalitionen im Übrigen auch nicht immer nur zufällig zustande kommen oder auch gewollt zustande kommen, sondern auch davon abhängig sind, wie die großen politischen Fragen sich sortieren, die ein Land umtreiben, und wie die Parteien mit diesen Fragen reagieren. Und deshalb habe ich sehr gerne akzeptiert, dieses Buch vorzustellen. Ich habe schon Bücher von anderen grünen Autoren vorgestellt. Ich habe Bücher von Sozialdemokraten vorgestellt. Ich habe sogar schon Bücher meiner eigenen Parteifreunde vorgestellt und freue mich jedes Mal, weil ich dadurch eigentlich immer klüger werde. Und das ist bei Ralf Füchs ganz gewiss so. Lieber Ralf Füchs, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Wir haben möglicherweise auch einen ähnlichen Friseur. Zumindest eine ähnliche Frisur. Wir haben beide in den letzten Jahren, in denen ich insbesondere als Umweltminister häufiger bei Ihnen in der schönen Böll Stiftung zu Gast sein durfte, über politische Fragen diskutiert. Und was ich eben immer sehr geschätzt habe, war Ihr Interesse für die Sache. Es ging Ihnen nicht in erster Linie um die Frage, wer macht eine Koalition mit wem und wer besetzt welchen Posten, sondern es ging um die Frage, wie man mit politischen Herausforderungen umgeht und wie man über politische Herausforderungen vielleicht so nachdenkt, dass es auch einen Mehrwert hat im Vergleich zu den Debatten, die wir ansonsten jeden Tag mit dem politischen Gegner und mit uns selbst führen. Und deshalb ist Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, auch kein gewöhnliches Buch. Es ist, soweit ich mich jedenfalls erinnern kann, dasjenige Buch aus den letzten Jahren, das den größten Bogen spannt. Das den Bogen spannt über 2,5 Jahrhunderte, das sich traut, eine Geschichte zu erzählen von der Französischen Revolution bis heute. Und es ist ein Buch, das etwas hat, was ich in der politischen Debatte seit einigen Jahren schmerzlich vermisse, nämlich eine historische Dimension. Historische Dimension nicht in dem Sinne, dass wir plumpe Heldenverehrung oder Heldenkritik betreiben, sondern in dem Sinne, dass wir die Kraftlinien, die langfristig wirken, sichtbar machen. Und dass wir darüber nachdenken, was dies für uns und für unseren Handlungsauftrag bedeutet. Und das haben Sie getan mit erstaunlichem Mut, mit großer Klarheit und so, dass jeder, der dieses Buch liest, nicht unbedingt mit allen Thesen einverstanden sein muss, aber dass er jedenfalls angeregt ist, darüber selbstständig weiter nachzudenken. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Politik am wichtigsten brauchen. Dass es eben nicht nur Politiker gibt, die Mehrheiten erringen, sondern auch viele, viele andere um sie herum, die dafür sorgen, dass das Denken dabei nicht zu kurz kommt und dass wir am Ende auch mit Substanz im politischen Wettbewerb stehen. Diese Vermessung der Landschaft, wie Sie es selbst genannt haben, gelingt Ihnen in erstaunlicher Weise und vor allen Dingen gelingt es Ihnen auch, aktuelle politische Ereignisse zu verbinden mit diesen langfristigen Kraftlinien, von denen ich gesprochen habe. Sie haben aufgezählt alles, was wir in den letzten Monaten erlebt haben und was sozusagen auch die Anforderungen an die Titelei Ihres Buches vermutlich im Tagesrhythmus verändert hat, weil wir, wenn das Buch vor einem halben Jahr veröffentlicht worden wäre, vielleicht noch in erster Linie über die neue Partei mit dem A am Anfang und mit dem D am Ende in erster Linie diskutiert hätten, wenn es dann vielleicht 3 Monate später gewesen wäre, über die Präsidentschaftswahlen in den USA und was von dort zu erwarten ist und was wir im Wahlkampf gesehen haben. Und heute scheint es so, als ob die gesamte politische Debatte beherrscht ist von dem einen großen, allerdings auch sehr wichtigen Thema, nämlich das Verhältnis der Türkei zu Deutschland und zu Europa. Aber all diesen einzelnen Fragen, und Sie können Putin mit einbeziehen, Sie können Österreich, Sie können die Niederlande, Sie können die französischen Debatten mit einbeziehen, all diesen Fragen liegt eine Frage zugrunde,
wie halten wir es eigentlich mit der modernen Welt? Und was ist mit der modernen Welt gemeint? Sie haben es, obwohl Sie die Französische Revolution mehrfach erwähnt haben, nicht so in letzter Konsequenz formuliert, aber ich glaube, man kann die These wagen, dass sich unsere Welt in die Vormoderne, das war vor der Französischen Revolution, und in die Moderne unterteilt, weil eben in dieser Französischen Revolution sich etwas ganz radikal und ganz grundsätzlich geändert hat. Es ist mit dem Postulat von Freiheit und Gleichheit aufgeräumt worden mit den 10.000 Jahren zivilisierter Kulturgeschichte davor. Und so wie die Französische Revolution damals umstritten war, so ist sie es bis heute. Sie haben übrigens gleichberechtigt auch die Bill of Rights, die 100 Jahre früher war, und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung genannt. Da ist es übrigens ganz spannend. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist Freiheit und Gleichheit auch genannt. Es gibt allerdings einen Unterschied. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung steht, der Schöpfer hat den Menschen mit Freiheit und Gleichheit begabt. Und in der französischen Erklärung der Menschenrechte steht, dass die Menschen frei und gleich geboren sind. Das ist die Radikalität der Französischen Revolution, die wir uns selten klar machen, weil sie eben diese Prinzipien verbindet mit dem Prinzip der Aufklärung. Und weil sie versucht, eine Politik zu definieren, die das Diesseitige nicht ausschließt, ist aber jedenfalls nicht das Jenseitige nicht ausschließt, es aber jedenfalls auch nicht voraussetzt. Und wenn wir heute darüber diskutieren, der Westen, dann ist es nicht mehr der Westen gegen die Länder, und der Westen ist ja keine geografische Bezeichnung, es ist eine inhaltliche Bezeichnung, gegen alle anderen, die nicht dazugehören, die keine Demokratien, keine Rechtsstaaten sind, sondern die Debatte findet inzwischen auch innerhalb des Westens statt. Und zwar in einer Schärfe und in einer Deutlichkeit, das haben Sie herausgearbeitet, wie wir uns das über viele Jahre nicht vorstellen konnten. Die AfD, die PVV von Herrn Wilders in den Niederlanden, der Front National, UKIP in Großbritannien, der Wahlausgang in den USA, der Umstand, dass mit wenigen Prozent Unterschied fast ein FPÖ-Politiker zum Präsidenten in Österreich gewählt worden wäre und vieles mehr. Sie haben das genannt, die Revolte gegen die offene Gesellschaft. Die Revolte gegen die offene Gesellschaft hat übrigens, das ist meine feste Überzeugung, nicht begonnen bei Donald Trump und dem amerikanischen Wahlkampf. Sie hat begonnen in Europa. Sie hat begonnen in dem Teil Europas, der eigentlich mit am weitesten fortgeschritten war hin zu einer liberalen, toleranten Gesellschaft. Das waren die Niederlande. Und es war nicht erst Geert Wilders, es war Pim Fortuyn, und es gab Vorläufer dazu, und es hat sich abgezeichnet seit Ende der 80er Jahre. Und dann ist es aufgenommen worden in Polen, wo Herr Kaczynski nicht zum ersten Mal die Regierung stellt, sondern zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrzehnts. Es ist weitergeführt worden in Belgien, in Frankreich, in Österreich, in Großbritannien, und es hat eben auch die amerikanischen gesellschaftspolitischen Debatten geprägt. Und das ist etwas, was wir uns, glaube ich, auch klar machen müssen. Und da möchte ich gerne Ihr Buch an dieser Stelle noch einen Gedanken weiterdenken. Weil ich glaube, dass wir das, was wir in den USA erleben, eben nicht als rein amerikanische und inneramerikanische Debatte begreifen dürfen, sondern es ist eine Debatte, die über die Social Media, über Presse, Funk und Fernsehen auch zu uns herüber schwappt. Und es ist Teil dieser großen Debatte und dieser großen Auseinandersetzung, die wir zu führen haben. Und deshalb stellt sich auch die Frage, schaffen wir es, den Westen neu zu definieren? Schaffen wir es, das, was den Westen ausmacht, in die Herausforderungen der nächsten Jahre zu retten? Und was sind die Maßnahmen, was sind die Positionierungen, die wir dafür zunehmen müssen? Der amerikanische Präsident übrigens, und das ist kein Versuch einer Apologie, aber er hat gezeigt, dass er sehr wohl zwischen Wahlkampf oder möglicherweise zwischen Wahlkampf und tatsächlicher Politik und staatlicher Verantwortung differenzieren kann. Er hat im Wahlkampf gesagt, NATO ist obsolet. Im Interview mit Kai Diekmann fühlte er sich noch im Wahlkampfmodus, er war noch nicht im Weißen Haus, und dann sagte er aber, NATO was obsolet.
Vor 2 Wochen machte er eine große Rallye in Florida und dann sagte er, I'm a big fan of NATO. Und im Übrigen kann ich jedem Mann nur empfehlen, sich anzuschauen, was der Präsident gestern zum Weltfrauentag getwittert hat. Die Ladies werden entzückt sein. Ich habe selten so ein engagiertes Bekenntnis zum Weltfrauentag erlebt. Meine Damen und Herren, und dann sage ich, lassen wir auch diese Evolution der Dinge zu, weil wir die Freiheit, bisher jedenfalls, noch immer verteidigt haben. Und wenn wir uns ansehen, dass der Populismus ganz offenbar sehr weit gekommen ist, bis an die Stadttore der freien Gesellschaft, aber eben noch nicht hindurch, und dass in Österreich kein rechtspopulistischer Präsident gewählt worden ist, dass die Zustimmungswerte zum Front National und zu Herrn Wilders und zur AfD jedenfalls in den Umfragen deutlich zurückgehen, dass die AfD in Deutschland ein Drittel ihrer Unterstützung in Umfragen verloren hat. Für mich selbstverständlich sind Umfragen keine Wahlergebnisse und die Entwicklung ist volatil. Wenn Sie sich ansehen, wie viele 100.000 Menschen in Rumänien für die Demokratie protestiert haben, wenn Sie sich ansehen, welche Debatten in den Social Media und anderswo ausgelöst worden sind durch die Debatten, die es in den USA auch im Hinblick auf Toleranz und offene Gesellschaft gegeben hat, dann sage ich, wir können diese Auseinandersetzung gewinnen. Wir müssen nur den Mut haben, das Argument der Freiheit und das Argument für die Freiheit selbstbewusst und auch offensiv zu formulieren und zu vertreten. Sie haben gesprochen, lieber Herr Füchs, von einem neuen Kulturkampf. Da bin ich als jemand, der sich sein Leben lang mit Otto von Bismarck in jeder denkbaren Hinsicht beschäftigt hat, etwas ins Grübeln geraten, weil der Kulturkampf ja in Deutschland, den Otto von Bismarck geführt hat, ganz negativ besetzt ist. Weil er auch einige Geistliche ins Gefängnis hat einweisen lassen, weil er versucht hat, die Freiheit der Predigt zu unterbinden, was Otto von Bismarck allerdings betrieben hat. Das war eine Trennung von Kirche und Staat, wie sie heute bei uns selbstverständlich ist. Er war der Erste, der in Europa die Zivilehe eingeführt hat. In Irland hat man dazu benötigt bis Ende der 90er Jahre. Otto von Bismarck war derjenige, der für den Primat der Politik gefochten hat. Und er war vor allen Dingen von allen Politikern seiner Klasse, der regierenden Junkerklasse in Preußen und im Deutschen Reich, möglicherweise der Einzige, der die französische Revolution und die Radikalität, aber auch die unbestreitbare Richtigkeit ihres Ansatzes verstanden hat. Und deshalb war Otto von Bismarck nicht nur derjenige, der das freie und gleiche Wahlrecht eingeführt hat, in einem Land, wo in Preußen noch bis zum Ersten Weltkrieg das Dreiklassenwahlrecht an der Tagesordnung war, sondern er war auch derjenige, der mit der Krankenversicherung, der Rentenversicherung und der Unfallversicherung den dritten Punkt aus der französischen Revolution, nämlich die Fraternität, die Solidarität, zum ersten Mal als führender Politiker implementiert hat. Ich will keine Apologie Otto von Bismarcks betreiben. Ich weiß, in diesem Kreis komme ich damit ohnehin nicht weit. Aber die Beschäftigung mit der Historie führt manchmal zu ganz interessanten Erkenntnissen. Jedenfalls in der Französischen Revolution, Freiheit und Gleichheit, aber auch die Brüderlichkeit, sie waren universell angelegt. Und auch das unterscheidet die Französische Revolution von dem, was in den USA und was in Großbritannien und teilweise auch in Deutschland gedacht worden war. Und deshalb gingen die deutschen Intellektuellen nach Paris. Deshalb haben sie der sogenannten Freiheitsgöttin gehuldigt. Nicht, weil sie glaubten, dass der Tempel der Freiheitsgöttin irgendeiner realen Göttin im Olymp entspricht, sondern weil sie es als eine intellektuelle Herausforderung verstanden haben. Und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, was denn dieses Erbe der Französischen Revolution für uns heute bedeutet. Und wenn wir feststellen, dass beispielsweise Herr Putin, der noch groß geworden ist, in einer ganz anderen Zeit kommunistische Schulungen und anderes genossen hat, dass Herr Putin den Gedanken der Universalität der Menschenrechte genauso ablehnt wie den Gedanken der Universalität von Demokratie. Deshalb müssen wir über dieses Thema diskutieren, weil es uns auch eine Legitimation gibt, nicht für moralische Empörung, die halte ich immer und überall für schlecht, sondern dafür, für diese Werte einzutreten und für diese Werte zu kämpfen. Und eines der Probleme der Linken, lieber Ralf Füchs, Sie haben ja über die Linke
nicht als Partei, sondern als Bewegung und die Grünen, die aus ihr hervorgegangen sind, auch aus ihr hervorgegangen sind, in diesem Buch das Allermeiste geschrieben und verstehen sehr viel mehr davon als ich. Aber ich glaube, dass es ein Problem der Linken war, dass sie den Kommunismus, der jedenfalls in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts noch hochaktuell war, der bis in die Mitte der 60er und 70er Jahre als geistige Kraft gewirkt hat und bis heute fortwirkt, dass sie diesen Kommunismus als Vollendung der französischen Revolution begriffen haben und nicht als seine Negierung, was er in vielen Bereichen und in vielen Fällen war. Und deshalb müssen wir auch darüber diskutieren. Die französische Revolution wird von vielen in Anspruch genommen, überraschenderweise und auch von vielen missbraucht. Beispielsweise, dass die Konservativen in Europa und in Deutschland haben damals das Gottesgnadentum vertreten und den Gedanken der Freiheit und Gleichheit bekämpft bis hin zum Ende des Ersten Weltkrieges. Viele von diesen Vertretern sind heute die engagiertesten Vertreter eines radikalen, liberalen Freiheitsbegriffes. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ob wir das diesen Vertretern überlassen wollen oder ob wir das Thema Freiheit nicht eben auch in der CDU, in der CSU, bei der FDP und bei den Grünen in einer Art und Weise diskutieren, die ihm gerecht wird. Der Kampf gegen Liberalismus und Globalisierung, den Sie angesprochen haben, ist auch deshalb so hochproblematisch, weil Nationalismus und Protektionismus nicht nur eine wirtschaftliche Komponente haben, weil sie am Ende dazu führen, dass es weniger Wachstum und weniger Wohlstand für alle gibt, sondern, das ist das Argument von Ricardo, des großen Ökonomen, sondern sie führen dazu, dass auch die Freiheitsmöglichkeiten des Individuums eingeschränkt werden. Weil wir heute zwar in Nationalstaaten leben, was von niemandem bestritten wird und was wir auch schön finden, weil wir heute auch natürlich unsere eigenen Kulturen haben, die sich von anderen Kulturen unterscheiden. Das ist schon im eigenen Lande so, wenn Sie an Bayern und an Hamburg denken. Wenn wir aber vergegenwärtigen, dass die Globalisierung, dass die Internationalisierung, dass die Regulierung von Freiheit weltweit eben auch dazu geführt, im positiven Sinne, nicht als Beschränkung, dazu geführt hat, dass der Einzelne heute ganz andere Möglichkeiten hat, vom Verbringen des Urlaubs über die Organisation seiner beruflichen Ausbildung und seiner Studien, seiner beruflichen Aktivitäten und auch dessen, was er lernen und zur Kenntnis nehmen kann, dann ist das auch etwas, was mich sehr beeindruckt. Und lassen Sie mich an dieser Stelle einen Punkt machen, der mir wichtig ist. Ich weiß, wie schwer es ist, als Politiker zu argumentieren, dass wir nicht in die Redefreiheit eingreifen, weil 80% ungefähr der deutschen Bevölkerung der Auffassung sind, dass man der türkischen Regierung, ihrem Präsidenten und den Ministern Auftritte hier in Europa und in Deutschland grundsätzlich untersagen sollte. Und für einen Politiker ist es dann schwer, sachlich zu argumentieren. Aber die Freiheit der Rede ist etwas, was unsere Freiheit generell konstituiert. Und dass man freie Rede aushalten können muss. Das kann man sehen in Großbritannien im Speaker's Corner im Hyde Park. Ich war 1985 zum ersten Mal in Großbritannien und es war mein sehnlichster Wunsch, zu Speaker's Corner zu gehen. Und ich dachte, ich würde auch dort eine Rede halten können. Und dann fiel mir auf, dass mein Englisch damals zu schlecht war. Und außerdem brauchte man irgendeinen LKW und eine Leiter und ein Mikrofon und einen Lautsprecher, um sich verständlich zu machen. Aber es ist eindrucksvoll, wie unsere britischen Freunde es geschafft haben, die Bedeutung dieses Rederechts auch symbolisch zu übersetzen mit diesem Speaker's Corner, wo die größten Visionäre, Utopisten und manchmal auch Verrückte und Spinner die Möglichkeit haben, ihre freie Rede zu praktizieren. Und das, meine ich, ist etwas, dass wir, solange es sich nicht gegen die Gesetze richtet, solange nicht Konflikte, die wir mit unseren Prinzipien für unvereinbar halten, in unser Land transportiert werden, dass wir ja liberal sein müssen an dieser Stelle und dass wir Reden akzeptieren müssen, egal ob sie von Kommunisten oder von radikalen Liberalen, von Autoritären oder von anderen gehalten werden, solange die unverzichtbaren Grenzen in unserem Land akzeptiert werden. Wenn wir anfangen, als Bundesregierung zu entscheiden, was wir als Wahlkampf ansehen. Wenn wir anfangen, darüber zu diskutieren, was man noch und was man schon nicht mehr sagen darf, dann begeben wir uns auf das Niveau derer,
die wir eigentlich in der Sache und intellektuell als Gegner annehmen und mit ihnen uns auseinandersetzen wollen. Deshalb glaube ich, dass auch diese Diskussion geführt werden muss. Und dann, es greift, glaube ich, auch zu kurz. Und das hat Ralf Füchs auch deutlich gemacht. Wenn man diese Gegenüberstellung der Reaktionäre von rechts mit den guten Menschen von links macht, weil die Fronten quer verlaufen. Sie haben über die Querfronten gesprochen, die es in Weimar schon gegeben hat, aber die es bis heute gibt. Die größte Auseinandersetzung, die ich mit meinen grünen Pizzafreunden von damals zu führen hatte in den letzten Monaten und Jahren, war die Auseinandersetzung über TTIP. Über die Frage, wie man mit dem freien Welthandel, mit der Globalisierung umgeht, wie man es so strukturiert, dass möglichst alle etwas davon haben und dass es trotzdem einige Regeln gibt. Viele Grüne hielten und halten TTIP bis heute für ein großes Problem. Und dann kam Donald Trump. Und Donald Trump hielt es auch für ein großes Problem. Und wenn Sie das Buch von Melanie Ammann lesen, das ich vor einigen Tagen vorstellen durfte, dann werden Sie feststellen, dass der Versuch, die AfD durch ihre Gründer der ersten Stunde auf ein wirtschaftsliberales Programm festzulegen, total gescheitert ist und dass der Widerstand in der AfD gegen TTIP mindestens genauso groß ist wie der Widerstand von Herrn Trump und der Widerstand in der grünen Bundestagsfraktion. Und deshalb müssen wir auch diese Diskussion auf einem Niveau führen, das ihr gerecht wird. Und das Gleiche gilt beispielsweise für die Auseinandersetzung mit dem Islam. Eine Auseinandersetzung, die wir gar nicht entkommen können, weil es ebenso wie es einen Terrorismus von links gegeben hat und Terroranschläge von rechts, auch eben islamistisch motivierte Terroranschläge in den letzten 10 Jahren von 9/11 bis heute gegeben hat und immer noch gibt. Die Frage ist nur, ob wir diese Auseinandersetzung adäquat führen. Sie hat zu einem ganz sicherlich geführt, dass diejenigen, die sich als konservativ bezeichnen, die ihren Platz rechts von der CDU suchen, inzwischen der Auffassung sind, dass ein Muslim nur ein guter Muslim ist, wenn er sich zur Homo-Ehe und zur Gleichberechtigung der Frau bekennt. Das ist eine Diskussion, die vor 20 oder 30 Jahren ganz sicherlich so nicht geführt worden wäre. Also es gibt auch nicht nur Kollateralschäden, es gibt auch Collateral Benefits in der politischen Debatte bisweilen. Und trotzdem muss ich sagen, gerade als Sie die Mohammed-Karikaturen aufgerufen haben, einen Streit, den wir fast schon wieder vergessen haben, da habe ich auch darüber nachgedacht, dass diese Diskussion über die Mohammed-Karikaturen eigentlich unter verkehrten Fronten geführt worden ist damals. Weil, wer hat die Mohammed-Karikaturen am meisten begrüßt? Das waren diejenigen, die noch 10 Jahre vorher ab und in Arms waren, wenn Symbole des Christentums von linken Intellektuellen und Künstlern in den Dreck gezogen wurden. Was diese als Ausdruck der Kunstfreiheit betrachtet haben und was bestritten worden ist. Und die haben aber nun gesagt, es muss doch möglich sein, den Propheten in jeder denkbaren Weise zu karikieren und zu missachten. Und umgekehrt, diejenigen, die in den entsprechenden Postillen der Linken und der Grünen und anderer darüber gejubelt haben, dass es möglich ist, das Kreuz und Jesus Christus und alle Symbole dieser Religion auch in einer Art und Weise darzustellen, die dem religiösen Empfinden vieler nicht entspricht, die hatten ein ganz beklemmendes Gefühl und haben gesagt, bitte kritisiert doch nur ja nicht diejenigen, die diese Karikaturen machen. Und ich sage Ihnen, wir müssen den Mut haben, mit gleicher Elle und mit gleichen Maßstäben zu messen, wenn wir in dieser Diskussion erfolgreich haben wollen. Ich sage nichts zu Rudi Dutschke und ich sage nichts zu ihrer Auseinandersetzung mit Carl Schmitt, das würde den Rahmen wesentlich sprengen. Zur Türkei habe ich etwas gesagt, aber was mir besonders wichtig ist, ist das, was Sie an den Anfang gestellt haben, nämlich das Zitat von Karl Popper über Sicherheit und Freiheit, dass es eben nicht Sicherheit oder Freiheit ist, sondern Sicherheit und Freiheit. Und ich musste daran denken, dass gerade meine grünen Freunde, liebe Frau Schreier, ich habe Sie vorhin bei der Begrüßung leider nicht gesehen, sonst hätte ich als Europäer und jemand, der mit Ihnen lange in der europäischen Bewegung saß, Sie natürlich auch ganz vorne und prominent mit begrüßt. Wir haben in der Frage Sicherheit und Freiheit eine sehr verspannte und eine sehr verquere Diskussions- und Gefechtslage. Und Ralf Füchs sagt, wer Sicherheit gegen Freiheit ausspielt, wird am Ende alles verspielen. Und das gilt für beide Seiten.
Das gilt für diejenigen, die nur die Freiheit und nur die Sicherheit betonen, und aber auch für die anderen, die nur die Freiheit sehen. Für mich war ein entscheidender Punkt bei den Grünen, als damals Joschka Fischer die Torte ins Gesicht geworfen wurde, weil er im jugoslawischen Krieg sich für einen Einsatz der Bundeswehr ausgesprochen hat, ganz zu Anfang der rot-grünen Koalition. Und das hat es ermöglicht, dass wir im Bundestag eine ganz breite Mehrheit hatten von CDU, CSU und FDP, aber auch von SPD und Grünen. Und das hat die politische Landschaft verändert. Und wenn ich mir heute meine grünen Freunde anschaue, dann glaube ich, dass der Konsens eigentlich größer ist denn je, dass viele Grüne das, was Joschka Fischer ihnen als Weg und Kompass gewiesen hat, tatsächlich beherzigen, aber dass die Grünen heute viel weniger darüber sprechen als jemals zuvor seit den Zeiten von Joschka Fischer und dass es deshalb bei ganz vielen schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Und ganz interessant wird sein die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Damals, als die Kanzlerin vom humanitären Imperativ gesprochen hat, als es darum ging, in einer schwierigen Situation, auf die niemand vorbereitet war, eine Lösung zu finden für Hunderttausende von Menschen, wohl wissend, dass man eine solche Situation nicht über Jahre perpetuieren und auch aushalten kann. Aber damals haben wir in Deutschland in einem ganz großen Konsens diese Entscheidung getroffen. Jetzt kommen die nächsten Bundestagswahlen. Jetzt wird es natürlich so sein, dass auch ein Preis zu zahlen ist für das, was man durchgefochten und ausgestanden hat. Ich halte das für normal und für richtig, aber ich glaube, dass wir auch hier in der Wahrhaftigkeit unserer politischen, unseres politischen Handelns gut daran tun, wenn wir den Konsens, der bestanden hat vom Bundespräsidenten über die Bundesregierung bis weit in das Parlament hinein, wenn wir diesen Konsens auch für die Zukunft aufrechterhalten. Und das ist etwas, was mich hier in diesem Buch auch sehr angesprochen hat, nämlich, dass wir es geschafft haben. Wir haben es nicht geschafft, schwarz-grüne Koalitionen hinzubringen. Und möglicherweise wird es zu meinen politischen Lebzeiten auch nicht so weit kommen. Das kann niemand wissen. Und es ist auch letzten Endes eigentlich egal. Aber damals, als die schwarz-grüne Pizza Connection gegründet worden ist, da ging es darum, dass wir die Frage gestellt haben, sind die Grünen eigentlich Teil dieses politischen Spektrums oder nicht? Sind sie Teil der staatstragenden Parteien? Die Mehrheit der Grünen hätte empört und mit Abscheu und Empörung reagiert, wenn ich das damals postuliert hätte. Natürlich war man nicht staatstragend. Heute hat sich das geändert. Heute sind die Grünen immer noch unterscheidbar. In vielfältiger Hinsicht von der SPD oder von der CDU und CSU. Manchmal aus meiner Sicht auch vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber die Grünen sind Teil des demokratischen Konsenses. Und das, was uns unterscheidet von unseren Nachbarländern, von meinem geliebten Frankreich, aber auch von Griechenland oder von Großbritannien, ist eine politische Kultur, die gewachsen ist aufgrund unserer historischen Erfahrungen und die uns bei allem Streit, der notwendig ist im Detail, aber immer wieder dann, wenn es um die ganz großen Fragen der Politik ging, instande versetzt hat, uns parteiübergreifend, regierungs- und oppositionsübergreifend auf die notwendigen Maßnahmen zu verständigen. Das war so bei der Euro-Rettung im Jahre 2010, 11 und 12. Das war so in der Flüchtlingskrise, das war so in der Ukraine-Krise und bei vielen anderen Herausforderungen auch. Lieber Ralf Füchs, es hat unendlich viel Freude gemacht, Ihr Buch zu lesen. Ich weiß, dass Sie sich vor allen Dingen auch an Ihr grünes Publikum gewendet haben. Und ich sage, wenn Ralf Füchs imstande ist, so ein Buch zu schreiben, müssen wir eigentlich Hans-Gerd Pöttering, den Chef der Adenauer Stiftung, bitten, mal so ein Buch zu schreiben, das sich an die eigene Klientel der CDU-CSU wendet. Ich weiß nicht, ob Sie mit allem im Inhalt einverstanden wären. Ich fand jedenfalls, dass Sie die aktuellen Themen, denen Sie nicht ausgewichen sind, in einer großen Souveränität verbunden haben mit dem, was uns grundlegend als Westen ausmacht und was unabhängig von politischen Gruppierungen auch in Zukunft aktuell sein wird. Dafür einen ganz herzlichen Dank und lesen Sie das Buch. Sie werden einen Gewinn davon haben und Sie werden jedenfalls nicht einschlafen, sondern Sie werden es in einem Rutsch durchlesen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Altmaier. Vielleicht schreiben Sie selbst das Buch. Ich meine,
ich mag Politiker, die über die Französische Revolution und Otto von Bismarck und das Projekt der liberalen Moderne reden können, das auch noch frei. Mehr davon. Wir sind schon jetzt ziemlich fortgeschritten in der Zeit, also ich versuche mich mal auf ein paar noch Kernthemen und Botschaften zu konzentrieren und Motive, die mich da umgetrieben haben bei diesem Buch. Frau von Bodmann-Henzel hat ja schon kurz ein bisschen die Geschichte des Titels hier anklingen lassen. Ursprünglich wollte ich ein Buch schreiben, Freiheit aushalten, Plädoyer für die liberale Moderne, wo es also stärker auch um die Zumutung der Freiheit geht und um die Zumutung der Moderne, die immer wieder Gegenreaktionen provozieren. Und dann begann sich auf einmal sagen die ganze politische Welt zu beschleunigen. Das Exposé habe ich geschrieben Ende Februar, also vor gut einem Jahr, vor Brexit und im Zeitalter vor Trump. Aber ich hatte, glaube ich, schon so etwas wie eine Idee, dass wir in stürmisches Fahrwasser geraten würden und dass wir nochmal überprüfen müssen, unsere Zeitdiagnose. Und ich will nochmal kurz sagen, ansetzen, vielleicht mit dem historischen Bezugspunkt in Europa und sagen darüber hinaus 1989, 1990. Die meisten hier werden sich noch erinnern an diese berühmte These von Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte, das er damals ausgerufen hat. Was er meinte, war, sagen, der Systemkonflikt ist vorbei. Es gibt keinen Antagonismus mehr in der Politik. Die ganze Welt bewegt sich jetzt in Richtung eines demokratischen Kapitalismus, also einer Kombination von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft. Also wir haben nur noch einen evolutionären Prozess, der sich sagen, auf ein gemeinsames Ziel hin sagen, bewegt. Und das hat sich eben als ein sehr gründlicher historischer Irrtum oder unhistorischer Irrtum erwiesen. Heute wird die liberale Demokratie von innen wie von außen wieder fundamental herausgefordert, von außen durch sehr selbstbewusst auftrumpfende autoritäre Mächte. Und das Buch versucht, dieses Außen mit dem Innen zu verknüpfen. Man kann ja Staaten wie Russland oder China längst nicht mehr als Transformationsgesellschaften beschreiben, die sich auf dem Weg vom Kommunismus zur Demokratie bewegen würden, sondern da sind Herrschaftsformen sui generis entstanden, die sagen die herrschenden Regimes auch sehr selbstbewusst global vertreten als Alternative zur liberalen Demokratie. Das gilt auch für den Iran und das gilt zunehmend auch für die Türkei. Ja. Und selbst innerhalb Europas grassiert inzwischen die Rede von der illiberalen Demokratie. Also Orban hat das ganz offensiv sagen, vertreten. Wir finden Echo auch in St. Polen. Und wir haben in ganz Europa, Peter Altmaier hat das schon zitiert, antiliberale, autoritäre, nationalistische, fremdenfeindliche Bewegungen, die bei Wahlen zwischen 20% und 30% in die Waagschale bringen. Und jeder von uns weiß und fühlt das, dass in Frankreich jetzt im Frühjahr eine europäische Schicksalswahl stattfindet. Und das ist neu, dass demokratische Wahlen eine solche Bedeutung als Richtungsentscheidungen wiederbekommen haben. Ja, es geht um was? Es geht ums Eingemachte. Und das Gute daran ist, dass ich glaube, die Präsidentschaft von Trump und dieses Vorrücken der Rechtspopulisten in Europa eben doch auch sowas wie einen Hallo-Wach-Effekt erzeugt hat. Peter Altmaier hat schon darauf hingewiesen. Also eine Gegenmobilisierung, ein Aufwachen und ein sehr starkes, auch zivilgesellschaftliches sagen Engagement. Wenn man
nochmal diese Beschreibung der politischen Landschaft und einen Moment weiter dreht, dann ist, glaube ich, eines der Phänomene, das hat natürlich viel mit den neuen digitalen Medien zu tun, dass diese Trennung zwischen Innen und Außen zunehmend erodiert. Und dass politisch gesprochen heute Moskau das Zentrum einer neuen antiliberalen Internationale ist. Also Russland ist längst keine äußere Macht mehr, sondern ist enorm präsent in der europäischen Politik über 1000 Netzwerke und Allianzen. Gerade erst vor ein paar Tagen wurde wieder ein Abkommen geschlossen zwischen der Regierungspartei und der Lega Nord, und das ist nur eines von sehr vielen. Also wir haben es mit einer Querfront zu tun, einer antidemokratischen Querfront, die von ganz rechts bis ganz links reicht. Das ist auch eine neue Konstellation, allerdings historisch keine neue. Wir hatten sie schon in den 20er Jahren und sogar schon auch vorher in der Jahrhundertwende. Also so positiv das ist, dass wir jetzt so viele Appelle zum Widerstand lesen und hören und dass das, die Empörung, der Aufstand der Anständigen nicht nur eine rhetorische Phrase ist, sondern tatsächlich viele Leute jetzt sich stärker wieder engagieren. Reicht das, glaube ich, aber nicht aus. Wir müssen doch ein bisschen tiefer graben und brauchen eine selbstkritische Befragung. Was ist eigentlich schiefgelaufen? Also weshalb hat die liberale Demokratie gegenüber diesem wunderbaren Aufbruch von 89, 90 so viel an Anziehungskraft verloren? Da gibt es ein paar politische Schlüsselereignisse, will auf die jetzt nicht groß eingehen. Eines ist uns, denke ich, allen vor Augen, das ist die Finanzkrise von 2008 folgende, die immer noch nicht verdaut ist, weder ökonomisch noch politisch. Das war eine richtige Zäsur. Diese Krise hat, wie, glaube ich, keine andere, das Vertrauen in die politischen Institutionen erschüttert, das Gerechtigkeitsgefühl großer Teile der Bevölkerung verletzt. Und das Gefühl verstärkt, dass die Globalisierung außer Kontrolle geraten ist. Und dieses Gefühl von Kontrollverlust spielt den Kräften in die Hände, die den Rückzug in die nationale Wagenburg predigen. Man muss den Augenblick erinnern, dass die zentrale Parole der Brexit-Kampagne war "Let's take back control". Und das war auch die Hauptbotschaft von Trump. Rückgewinnung der Kontrolle über die Zuwanderung, über den Außenhandel. Also das Versprechen, dass durch eine Politik des nationalen Protektionismus wieder sowas wie Stabilität und Sicherheit zurückgewonnen werden könnte. Das ist aber, glaube ich, nur ein Teil der Erklärung. Ich bin der auch zu dem Schluss gekommen, dass wir es mit einer Art von Modernisierungskrise zu tun haben, gegenwärtig, mit einer Gegenreaktion auf die Gleichzeitigkeit und das Tempo fundamentaler Veränderungen, die unsere Gesellschaft von Grund auf umwälzen. Die ökonomische Globalisierung ist ein Teil dieser Geschichte, mit allem, was sie mitbringt. Neben den positiven Effekten, die sie hat, eben auch eine zunehmende wirtschaftliche Volatilität, ein wachsender ökonomischer Druck auf Teile unserer Gesellschaften bis in den Mittelstand hinein, wachsende Ungleichheit, steigende Leistungsanforderungen, zunehmende regionale Disparitäten. Dazu gehört aber auch die wirklich tiefgreifenden Veränderungen, die mit der veränderten demografischen Zusammensetzung unserer Gesellschaften verbunden ist, als Resultat einer jahrzehntelangen und immer weitergehenden Einwanderung. Und wenn heute ein Drittel der Kinder in unseren Schulen in den Städten
aus Migrationsfamilien sagen, stammen, das ist eine wirklich fundamentale Veränderung in dem ganzen soziokulturellen Gefüge. Und das erzeugt natürlich auch Stress und sagen Reibungen. Genauso wie die wirklich historische Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Ich meine, wir haben das selbst ja aktiv forciert und haben es immer als Speerspitze dieser Geschlechterrevolution verstanden, mit der Auflösung der tradierten Familienrollen und der patriarchalen Geschlechterordnung. Aber dass das auch massive Verunsicherung hervorruft, ja, und so eine Krise des weißen Mannes wird provoziert, das ist auch klar. Und in den USA hat das eine maßgebliche Rolle gespielt bei den Motiven, die Trump ins Weiße Haus gespült haben. Und wenn man noch die digitale Revolution dazu nimmt, also Automatisierung, Computerisierung mit einer weitreichenden Veränderung und disruptiven Wirkungen auf unsere Wirtschaftsstruktur, auf ganze Branchen und Berufsgruppen, muss man sich nicht wundern, dass die gesellschaftliche Grundstimmung geprägt ist von einem Mix aus Gereiztheit und Verunsicherung. Das ist so ein Grundgefühl. Und dieses Grundgefühl, das ist der Nährboden, auf dem diese ganzen antiliberalen Bewegungen so aufbauen. Die machen eine Politik der Furcht. Und das ist wiederum auch ein Problem für uns, oder sagen eine Warnanzeige an uns. Ich habe den Eindruck, dass demokratische Politik, und ich schließe da eigentlich alle Parteien des demokratischen Verfassungsbogens ein, da gibt es sowas wie einen Zukunftsverlust. Es gibt fast keine großen Erzählungen mehr, die sowas wie einen gesellschaftlichen Fortschritt beschreiben. Und die Aufbruchstimmung oder zumindest die Zuversicht erzeugen könnten, dass diese ganzen Krisen und Herausforderungen, die ja real sind, nicht einfach nur Bedrohungen sind, sondern dass darin auch Chancen liegen, unsere Gesellschaften gerechter und ökologischer und demokratischer zu gestalten. Und es sind zurzeit die Gegner der Demokratie, es sind die Antiliberalen, die an die großen Gefühle appellieren, an Furcht und an Stolz und Patriotismus, während so die liberale Politik, die erscheint irgendwie so kraftlos fast, ohne Ausstrahlung, ohne Selbstbewusstsein und ohne eine Zukunftserzählung. Das ist ein zentrales Manko. Ich will jetzt nicht meine Zukunftserzählungen hier ausbreiten, ein paar davon stehen im Buch. Ich habe vor 3 Jahren mal ein anderes geschrieben über grüne industrielle Revolution, grünes Wirtschaftswunder. Fände gut, wenn die Grünen das auch ein bisschen offensiver wieder aufgreifen würden, aber das ist nur ein Teil der Story. Eine zentrale Herausforderung, eine zweite besteht darin, Peter Altmaier hat das schon aufgegriffen, wie ermöglichen wir Sicherheit im Wandel? Ja, wenn sich alles rapide und wirklich fundamental verändert, dann nehmen die Sicherheitsbedürfnisse zu. Und sie nehmen vor allem in den Teilen der Gesellschaft zu, die nicht durch ihre Bildung und durch ihre soziale Herkunft und durch ihre internationalen Netzwerke, über die sie verfügen, so gut ausgerüstet sind für diese neue Welt, sondern die sich eher als Verlierer sehen. Und ich glaube, wir haben lange unterschätzt diese Bedürfnisse nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Und das ist eine wirklich spannende Frage, wie man die aus einer liberalen Perspektive beantworten kann. Im Zentrum des Liberalismus steht ja die Freiheit des Einzelnen und die Verantwortung des Einzelnen. Aber ich glaube, wir müssen auch die Frage beantworten, wie man sowas wie ein republikanisches Wir schaffen kann, ein demokratisches Wir, was wir diesem völkischen und nationalistischen Wir entgegensetzen können. Und wie eine politische Gemeinschaft wieder gestärkt werden kann, die mehr ist als eine Summe von individuellen Interessen. So ein altes Dilemma des Liberalismus.
Und ich spiele so in dem Buch mit ein paar Begriffen, dazu gehört auch demokratischer Patriotismus, noch ein Tick mehr als Verfassungspatriotismus, dazu gehört auch, ich meine, dass wir, die freiheitliche Linken und die Grünen, sich dazu durchringen zu sagen, das ist unsere Republik. Das ist unsere Republik, die haben wir über 30 Jahre mit verändert. Wir haben sie freiheitlicher gemacht, wir haben sie ökologischer gemacht, wir haben sie vielfältiger und bunter gemacht. Und wir sind heute nicht mehr also die Grünen und die Feministinnen und die sagen aufgeklärten Linken, wir sind nicht irgendwie so Randerscheinungen, sondern wir sind im Zentrum dieser Gesellschaft inzwischen angekommen. Und das berührt auch den Titel des Buchs, mit der Freiheit verteidigen. Ich habe schon gehört, warum so defensiv Freiheit verteidigen. Also erstens glaube ich, dass wir wirklich was zu verteidigen haben, nämlich diese Errungenschaften der liberalen Moderne. Aber natürlich stimmt es, man darf das nicht als Status Quo-Verteidigung führen, sondern als Erneuerung. Als demokratische Erneuerung, als Erneuerung des sozialen Versprechens, also Teilhabegerechtigkeit, Aufstiegschancen und auch als ökologische Erneuerung. Also nur wenn wir das nach vorne führen, diese Auseinandersetzung, werden wir sie wirklich gewinnen. Und dazu gehört auch ein eigenes Kapitel in dem Buch, dass wir den alten linken Generalvorbehalt aufgeben gegen die sogenannte bürgerliche Demokratie. Ja, es gibt eine bestimmte Traditionslinie der Linken, die sagt, Demokratie ist nur Fassade. Parlamentarismus und diese ganze liberale Rechtsstaat, das ist nur die Fassade für die Herrschaft des Kapitals. Und die eigentliche Auseinandersetzung sei Kapitalismus oder Sozialismus. Und meine Quintessenz, und das ist die Quintessenz aus dem 20. Jahrhundert, die eigentliche Konfliktlinie, die verläuft zwischen liberaler Demokratie und Autoritarismus unterschiedlicher Couleur. Und daran müssen wir heute wieder ansetzen. Vielen Dank.